In diesem Video tanzen wir mit der Federboa. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen, um dich sinnlicher, schöner und selbstbewusster zu fühlen. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstag, 18 Uhr, eine Stunde via Zoom. Mehr Informationen findest du hier unten in der Videobeschreibung und anmelden kannst du dich per E-Mail an diese E-Mail-Adresse, die ich dir hier einblende. Genau, und jetzt hier in diesem Video tanzen wir mit der Federboa. Ich tanze dir die Kombination erst einmal vor, dann erkläre ich sie dir wieder Schritt für Schritt und dann tanzen wir sie gemeinsam. Los geht's! So, dann fangen wir an mit der Tanzkombination. Schnapp dir deine Federboa und wenn du keine Federboa hast, dann kannst du gerne einen langen Schal oder ein Tuch nehmen und dir dabei vorstellen, es ist eine wunderschöne Federboa. Ja? Okay. So, am Anfang ist unsere Federboa geschlossen vor unseren Körper. Du nimmst also deine Hände so zusammen und damit dir die Federboa nicht runterrutscht, nimmst du hier deine Ellenbogen hoch. Ja? Okay. Und ja, wir kommen an, indem wir ein paar Schritte laufen. Mal hier ein bisschen zur Seite und jetzt einfach so kleine Schritte, so eins, zwei. Dann stellst du dich in eine Pose. Kannst hier so ein bisschen wackeln. Und anschließend öffnen wir die Federboa zur einen Seite. Also eine Seite hinterher schauen. Einen kleinen Schulterwackler. Und jetzt öffnen wir die zweite Seite. Wieder einen kleinen Schulterwackler und wieder zu. Das Ganze dient dazu, um ein bisschen Spannung aufzubauen, wenn wir jetzt nicht sofort die Federboa zu beiden Seiten öffnen. Ja, deshalb erst eine Seite wieder zu, andere Seite wieder zu. Und jetzt öffnen wir die Federboa zu beiden Seiten. Da, 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 da. Lächeln, tada! Und jetzt machen wir die wunderschönen Grinds. Die Grinds sind diese weich-geschmeidige Hüftbewegung. Um diese Grinds jetzt noch ein bisschen zu betonen, nehmen wir die Federboa jetzt etwas nach unten, so ungefähr auf Hüfthöhe, und malen jetzt mit unserer Hüfte eine Acht auf den Boden. Das ist so diese Idee der Grind-Bewegung. Und du kannst dir auch vorstellen, Wasser in deiner Hüfte zu haben, damit diese Bewegung noch geschmeidiger wird. Und du ziehst dabei immer die Federboa so ein bisschen so hin und her, um das Ganze so zu betonen. Und mach das so ganz genüsslich nur für dich. Und spür mal in dich hinein, wie sich das anfühlt, so zu tanzen, weil das ist ja eine Bewegung, die wir in unserem Alltag nicht wirklich machen. Genau, und jetzt stellen wir unsere Füße ein bisschen breiter auseinander. So, und jetzt übertreiben wir das Ganze. Wir ziehen jetzt hier die Boa so von Seite zu Seite und machen diese Bewegung richtig groß und schauen der Boa hinterher. Genau. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann wie gesagt gerne in meinem Online-Kurs jeden Donnerstag. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Mehr Informationen in der Videobeschreibung. Okay. Anschließend laufen wir mit unserer Boa 3 Schritte nach vorne. Wir nehmen die Boa jetzt hier wieder ein bisschen höher und einfach 3 Schritte. Eins, zwei,
drei. Und jetzt wirbeln wir die Enden der Federboa. Lächeln. Und zur anderen Seite lächeln. Ta, 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 und Schlosspose. Das ist unsere kleine Federboa-Tanzkombination. Und wir tanzen sie jetzt noch einmal gemeinsam mit Musik. Los geht's!